Heute freuen wir uns auf das Spiel FC Schalke gegen Galatasaray. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Und jetzt legen wir hier los. Konoplyanka. Ecke kommt rein. Und stark gehalten, der Kopfball ist nicht drin. Schussversuch. Der Schuss war nicht gut, kein Problem für ihn. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. So, Durchgang 2, wir machen weiter mit dieser Begegnung. Er schießt. Da kommt die Ecke. Salif Saleh. Dieser Treffer wäre jetzt so wichtig gewesen. Embolo. Wieder kein Tor. Riesenchance, das gibt's doch gar nicht. Irgendwann muss hier doch mal ein Tor fallen. Und jetzt der Schuss. Der Ball geht knapp daneben und das könnte sich noch rächen. Ja, mit dem Treffer hätten sie ihre Lage schlagartig verbessern können. Gut aufgepasst vom Verteidiger. So, das war's also. Am Ende bleibt es hier beim Remis. Ja, aber auch so ganz zufrieden können sie mit diesem ersten Torrundenspiel nicht sein. Das hätten sie zu gerne gewonnen. Druck fürs nächste Spiel.